Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz 2. Schwarz wie die Nacht. Betreten wir Route Nummer 1 und das bunte Laub, das passt ja zu unserer jetzigen Jahreszeit eigentlich, ne? Fällt hinunter von den Bäumen und es kommt ein wildes Pokémon. Warum kommt ein wildes Pokémon? Habe ich keinen Schutz mehr. Level 59. Keksi ist nur auch auf 59, oder? Auf 58. Okay, das heißt, unser Schutz scheint noch aktiv zu sein. Und willkommen... Alter! Die armen Trainer, die hier jetzt neu beginnen an Avenitia. Erstmal mit einem Level 60 Terrybar konfrontiert. Alles klar. Na du, was ist los mit dir? Oh, wohin des Weges? Willst du zum Pokémon-Labor? Wollen wir noch ein bisschen herumblödeln, bevor du deine Reise fortsetzt? Ja klar, lass uns herumblödeln. Wie blödelt ihr immer so mit euren Freunden rum? Blödelt ihr, ja, gemeinsam rum oder blödelt nur der eine rum und der andere lässt sich beblödeln oder wie blödelt ihr rum? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euch beblödeln lasst. Gut, wir haben einen Ammonitas als Gegner. Ich denke, das dürfte ein durchaus akzeptabler Gegner für Keksi sein. Das kriegen wir schon hin. Und Ammonitas ist besiegt. Volltreffer war es auch noch. Ja gut, ich glaube, da hätten wir 17 Ammonitas gerade wegfegen können. Aber gut, Anorith kommt als... Oh, du hast Fossilien. Ah, okay. Ich mag ja so eine Thementrainer immer sehr, sehr gerne. I don't know, Gigasauger, komm. Über die Hälfte ziehen wir damit schon ab, oder? Du bist doch Gesteinkäfer, oder nicht? Ja, das sieht doch okay aus. Eine Zermalmklaue wird ein bisschen Schaden machen. Senkt unsere Verteidigung. Alles in Ordnung, alles gut. Denn mit den Überresten... Und mit dem altbekannten Gigasauger holen wir uns unsere KP zurück, die du uns weggenommen hast. Das ist doch nicht nett. Wir können also ein bisschen von Glück reden, dass die ganzen Fossil-Pokémon alle den Gesteinstyp, glaube ich, haben. Es gibt, glaube ich, keins ohne Gesteinstyp. Und er haut Eropterix raus. Ja, holy Macaroni. Wenn da mal nicht eine Akrobatik kommt, wer soll das aushalten? Ich weiß es nicht. Wenn wir über die Hälfte abziehen, dann wird es schwach, aber dann wird die Akrobatik immer noch super stark sein. Ja, wer überlebt was von Eropterix? Lucy, ne? Also wenn, dann Lucy, aber wenn jetzt irgendwie ein Steinhagel kommt, wird das auch super gefährlich. Es kommt ein Fuchtler nur. Okay, den sollten wir gut parieren können. Ja, gut. So viel dazu, ne? Aber der Volltreffer ist ja hier noch doppelt so stark, oder? Also, dass die Stärke verdoppelt wird. Das ist ja ab der 6. Generation nicht mehr so. Da machen die Volltreffer ja nur noch 1,5-fachen Schaden. Das heißt, wir sollten den Fuchtler tatsächlich ganz gut aushalten. Also, nicht die Hälfte sollte er machen. Wunderbar. So, Verwirrung ist jetzt drin. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir gehen auf die Offensive direkt. Mit einem Eisstrahl dürften wir es vielleicht sogar besiegen. Vielleicht greift es sich selbst an. Es greift sich selbst an. Wunderbar. Damit ist es sogar unter der Hälfte. Damit ist es, glaube ich, jetzt auch super schwach. Und Eisstrahl erledigt es so oder so schon. Wunderbar. Eropterix haben wir dann ohne Probleme aufhalten können. Und als nächstes kommt Schilterus. Okay, das ist Gesteinstahl. Da werden wir jetzt hier mit Lucy nicht so weit kommen. Da gehen wir mal aufs Smozzle. Ich hoffe jetzt mal, dass jetzt hier nicht unbedingt eine Stahlattacke auf uns zukommt, sondern wenn, dann eher Gestein, wenn überhaupt irgendwas Offensives zukommt. Sondern, nee, es kommt nur Metallstoß. Okay, damit kann ich, glaube ich, ganz gut leben. Und mal gucken, wie du mit diesem Erdbeben leben kannst, Schilterus. Ich glaube, nämlich passabel. Wegen der Robustheit. Aber nur wegen der Robustheit. Ramboss. Oh, na gut. Ich dachte schon, es würde ein bisschen Schaden machen, aber das war eher lächerlich, der Schaden. Aber gut, es ist nur ein Schilderus, ne? Und wir sind ein fettes Mammutell. Das hält schon ein bisschen mehr aus. Um dich zu besiegen, hätte ich wohl besser die Blödeleien lassen sollen. Ja, blödel du mal hier weiter rum. Ich gehe vollkommen ernst hier weiter und werde jetzt diesen Trainer besiegen. Mal sehen, was du so für Pokémon hast. Zeig mal her, mein Freund. Zeig mal her. Wir Backpacker reisen, wie der Name schon sagt, nur mit einem Rucksack und ein paar Pokébällen in die Welt. Hä? Aber in Backpacker steckt doch gar nicht das Wort Rucksack. Wieso sagt denn der Name Backpacker, dass ihr mit einem Rucksack herumreist? Also ich glaube, dass das kleine Kinder nicht verstehen werden. Finde ich nicht gut, aber vielleicht denken sich die Pokémon-Macher auch so, ja, komm,
Die kleinen Kinder kommen sowieso nicht bis hierhin. Die scheitern spätestens am zweiten Arena-Leiter. Bei mir war es tatsächlich so. Damals in der ersten Generation, als ich noch nicht lesen konnte, hing ich sehr, sehr lange an Rocco fest, weil ich versucht habe, mit meinem Tauboga es zu besiegen, mit Ruckzuckieb. Hat nicht so gut geklappt. Nicht wirklich. Okay, du hast hier noch weitere Fossilien, oder? Kognodon ist doch auch ein Fossil. Ja, glaub schon. Nice, er reicht aus, wunderbar. Es gibt mittlerweile echt viele Fossilien. Und Karipas. Okay, stimmt. Stimmt. Ja, in der Generation gab es ja auch wieder zwei Fossilien, also wieder die zwei endentwickelten Formen. Genauso wie beim letzten Part das schon mit diesem Anfangs-Normal-Pokémon und mit dem Anfangs-Normal-Flug-Pokémon war. So auch hier jetzt mit den Fossilien. Ein Liliep. Gehen wir mal auf Orkan, weil das macht ein bisschen mehr Schaden. Und es kann sogar verwirren, ne? Wenn ich mich nicht irre. Von daher... Ah, es macht nicht so viel Schaden. Energieball macht uns zwar auch keinen Schaden. Ja, gut, es geht, ne? Es ist okay. Es ist in Ordnung. Ja, dann hau ich noch einen Orkan hinterher. Ich hoffe mal, ich treffe. Nee, tun wir natürlich nicht. Horta. Haben wir eine sehr effektive Attacke gegen das Biest? Eis, ne? Eis wäre eine sehr effektive Attacke. Kampf wäre eine sehr effektive Attacke. Du hast keine Kampfattacken nach wie vor, ne? Ja, komm, dann gehen wir aufs Smozzle und versuchen da mit einem Blizzard was zu reißen. Wobei das auch nicht so viel bringen wird. Ach, egal. Wir kriegen das schon hin, Leute. Liliep wird irgendwann down gehen. Und wenn wir dafür unser Leben lang kämpfen müssen, dann ist es halt so. Boah, doppelter Horter. Das ist echt nicht nett. Blizzard, go! Das wird nicht reichen. Bei weitem nicht. Wow, ja gut, bei weitem ist gut. Entfessler tatsächlich. Ui. Okay. Ja, macht ganz gut Schaden. So, jetzt sind deine Verteidigungswerte aber ziemlich kacke. Jetzt kann ich dich auch mit einem simplen Erdbeben besiegen. Stärke hätte höchstwahrscheinlich auch schon gereicht. Aber weg mit dir, Liliep. Oh, ich habe gerade erst die Augen gesehen, die da oben in der Blüte drin stecken. Die habe ich die ganze Zeit ignoriert. Ich würde meinen Rucksack so gerne mit ein paar Siegen füllen. Oh, du Armer. Du tust mir ja fast schon leid. Aber auch nur fast. Hallo? Hat dein Pokémon-Team noch ausreichend KP? Wenn du noch Platz hast, dann verstau das hier doch in der Medizintasche deines Beutels. Ein Trank. Mann. Ja, den werde ich bestimmt verwenden. Wenn die KP deiner Pokémon abnehmen, verlieren sie auch ihre Kampfkraft. Yo, alles klar. Everything clear. Selbst für Trainer, nur Mut, sprich die Leute an, denen du unterwegs begegnest. Sie haben allesamt gewiss hilfreiche Hinweise für dich parat. Oder einen Trank. Oder einen Trank. Hallo, du bist auch kein Trainer. Ein Trainer aus Avenicia hat vor 2 Jahren etwas ganz Tolles verbracht. Er hat gegen Team Plasma gekämpft und damit ein All gerettet. Ich habe diesem Trainer damals übrigens beigebracht, dass man sich schon ins hohe Gras begeben muss, wenn man mit wilden Pokémon kämpfen oder sie fangen will. Auf gewisse Weise könnte man also sagen, dass ich auch einer derjenigen bin, die an der Rettung von ein All mitgewirkt haben. Rede dir das mal ein, mein Freund. Rede dir das mal ein. Ich würde am liebsten auch in Zukunft alle Pokémon angeln, auf die ich so stoße. Ja, aber, warum nicht? Was hält dich davon ab? Die steht finanziell nicht so gut um dich, oder wie? Und kannst dir die ganzen Pokébälle nicht leisten? I don't know. Ach so, hier können wir runter. Ah, okay. Hier ist voll die geheime, mysterious Route. Und hier haben wir noch einmal Top-Genesung. Ja, Top-Genesung nehme ich doch gerne mit, ne, Leute? Das können wir hervorragend gebrauchen. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal 2 Astrainer. Na, das kann was werden. Es sieht nicht so aus, als ob wir uns angucken, aber wir gucken uns tatsächlich an. Ich will ein Trainer werden, der dem Namen Route 1 alle Ehre macht. Okay. Von mir aus. Weil den Titel brauche ich tatsächlich nicht unbedingt. Ich möchte nicht ewig auf Route Nummer 1 meine Zeit verbringen. Fermikula ist natürlich richtig beschissen für Elfhuhn. Weil wir nichts dagegen haben. Ja gut, Orkan. Wollen wir... Nee. Ja, wir könnten jetzt offensiv mit Orkan raufgehen. Und eventuell würde das sogar reichen. Aber ich denke, wir wechseln hier einfach mal auf Denator. Denn Denator ist unser einziges Pokémon, das Level 60 noch nicht erreicht hat. Eisenabwehr. Okay, deine Verteidigung müsste ja ziemlich hoch sein. Das heißt, du würdest eine Nitroladung definitiv überleben. Aber mit einem Flammenwurf sieht es, glaube ich, anders aus. Da kannst du noch so oft Eisenabwehr einsetzen. This is not very clever, my friend. Not very clever, clever. Okay, ich habe übrigens letztens gelesen, dass die Starter, beziehungsweise vielleicht sogar die endentwickelten Starter dieser Generation
für bestimmte Teile in der Welt stehen. So steht Flambirex, glaube ich, für China und die Umgebung. Glaube ich. Und Atmurai steht, glaube ich, für Japan und Co. Und Serpi Royal steht für... Psyana, nee, da müssten wir eigentlich wechseln. Und Serpi Royal steht halt so für die von da aus östliche Welt. Östliche oder westliche? Bin mir gar nicht sicher so genau. Geografie war nie meine Stärke. Auf jeden Fall, ja, steht es so für Europa halt. Warum auch immer Serpi Royal. Also ich glaube zumindest, dass es so rum war. Kann auch sein, dass ich mich da irre. Kann auch sein, dass ich mich mit den Ländern bzw. diesen Abschnitten irre. Nicht unmöglich! Oh, yay! Geilo Mariko! Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir schneller sind als Psyana. Das sind wir. Und dass Kehrstelle reichen wird. Oh, nee. Oh, nee. Das reicht nicht. Bei weitem nicht. Shit! Roter Bereich. Knapp. Knapp. Aber K-Rex geht down. Schade, Chillabell. Beim nächsten Mal. Prioritätsattacke hat niemand, ne? Ich gehe mal auf Keksi. Keksi ist relativ schnell. Keksi dürfte oder könnte Psyana überholen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Und dann setzen wir mal Gigasauger ein, um uns ein paar KP zurückzuholen, die uns noch fehlen. Ich weiß, die würden wir auch mit Überresten zurückkriegen. Aber hey, dann haben wir hier nicht nochmal eine Überreste-Animation. Das ist der einzige Grund, warum ich das hier gewählt habe. Kramchef. Ja, guten Tag, Kramchef. Ich bin dann mal wieder weg. Und wir gehen auf... Auf wen gehen wir? Auf Schlingel? Ich würde ja auf Lucy gehen, aber Lucy ist halt auch schon so angedamaged. Und Kramchef kann halt schon ordentlich starke Attacken raushauen. Das wäre von daher nicht so schön. Okay, jetzt one-hitted ist, glaube ich, alles von uns. Weil das schon so einen übertrieben hohen Spezialangriff hat. Aber mal gucken, die Verteidigungswerte waren, glaube ich, ziemlich mäh. Aber es überlebt. Und es kommt Schmarotzer. Nutzt also meinen Angriff, statt deinen eigenen Spezialangriff zu nutzen. Das war, glaube ich, dumm. Also klar, es hat auch so mächtig Schaden gemacht, weil mein Angriff nicht so schlecht ist. Aber trotzdem. Einen eigenen speziellen Angriff wäre jetzt, glaube ich, nach Ränkeschmied schon sinnvoller gewesen. Na gut. Wir befinden uns hier auf Route 1. Ach echt? Da sagst du mir jetzt aber was, Junge. Ja, ich glaube... Um gegen die nächste Ast-Trainerin bestehen zu können, sollten wir vielleicht dann doch mal den einen oder anderen Hypertrank springen lassen. Ich glaube, dass das schon ganz hilfreich sein könnte. Ich weiß halt nicht, wie lange diese Route hier noch gehen wird. Ja, Kerex lassen wir jetzt einfach mal besiegt. Werden wir auch ohne auskommen. Denke ich einfach mal. Und dann werden wir uns die zweite Ast-Trainerin hier schnappen. Und ich glaube, die wird auch schon die letzte Trainerin sein, die sich hier auf diesem Inselfleckchen zumindest befindet. Ne, da unten ist noch jemand. Okay, und da ist auch noch jemand. Alles klar. Also doch noch einige Trainer hier. Pokémon und Menschen. Du und ich. Alles klar. Ist es ein Date, eine Anmache oder so? Bin mir nicht sicher. Phonifraß. Damit hätte ich rechnen können, nachdem Fermikula eingesetzt wurde. Was kam denn noch so? Ein Kramchef, ne? Das heißt, es könnte auch noch ein Sneepuna kommen. Wäre nicht unmöglich. Ich gehe mal auf Smozzle. Ist zwar super riskant, weil da jetzt gleich eine Feuerattacke kommen wird. Aber irgendwie habe ich gerade Bock auf Smozzle. Statt auf Barschuft. Es kommt Inferno. Das verbrennt hundertprozentig, ne? Oh shit, ey. Sofern das überhaupt zählt. Relevant ist, ne? Smozzle ge-one-hitted. Das ist echt so krass, Mann, dass sie alles one-hitten. Ich meine, klar, die sind schon vom Level her stärker als wir, aber trotzdem. Und es sind sehr effektive Attacken. Aber dass es alles One-Hits sind, das ist schon heftig. So, komm, wir gehen mal auf die Kaskade und versuchen, Phonifraß hier mal zu zeigen, dass man das hier nicht macht und dass wir ebenso in One-Hit landen können, wie Phonifraß selbst, okay? So sieht's nämlich aus. Bye-bye, my friend. Bye-bye. So, als nächstes kommt Nachtara. In Ordnung. Würde ich auch weiterhin auf der Kaskade bleiben. Das wird dieses Mal kein One-Hit werden, aber über die Hälfte ziehen wir, denke ich mal, schon ab, oder? Jop. Und roter Bereich. Okay, war ein Volltreffer. Also hätten wir nicht über die Hälfte abgezogen. Von daher Glück gehabt, mehr oder weniger. Denn Nachtara hat uns hier gefangen nehmen wollen. Und das ist nicht so nett, Nachtara. Das ist ziemlich gemein sogar, würde ich sagen. Okay, Traunmagil kommt als nächstes.
In Ordnung, dann könnten wir mit Knirscher agieren. Knirscher wäre Stärke 80, 160. Kaskade wäre auch 160, ne? Wegen Stab und Anpassung. Naja, wir setzen mal Knirscher ein, um hier mal eine andere Attacke zu sehen oder so. Keine Ahnung. Manchmal muss man sich halt Gründe suchen. Ach, Traummagie. Stimmt, Traummagie ist das Gegenstück zu Kramchef und nicht Snibuna, ne? Stimmt. Tut mir leid. Was war jetzt eben gerade für ein Pokémon? Irgendwas, das wir mit Nachtara. Ach genau, und Psyana war dann beim anderen, ja. Finde ich auch wieder cool, so diese Gegensatz-Pokémon zu haben. Ist nice. Ohne Pokémon und Menschen wäre die Welt nicht das, was sie ist. Das mag sein. Definitiv. So, dann gegen dich. Mann, sind hier viele Trainer noch. Ich entscheide mich für eine Attacke, die mein Pokémon einsetzen soll. Tja, und dann schlägt diese Attacke bei deinem Pokémon ein. Aber ich glaube, dieses Training können wir vor dem finalen Part definitiv noch gebrauchen. Denn Bautz Junior, das Finz-Trio und Cynthia warten noch auf uns. Und da wäre es, glaube ich, schon ganz akzeptabel, ne? Wenn wir ein bisschen Training raushandeln können. So, Knuddeluff. Du kriegst jetzt von mir erstmal Egelsamen. Ich hoffe, dass du nicht die Fähigkeiten hast, dass du... also Magie-Schild oder Magie-irgendwas. Dass du jetzt nicht KP abdrückst. Das wäre schon ziemlich gemein, weil ich hätte die schon ganz gerne. Beziehungsweise will ich nicht unbedingt deine KP haben, aber ich will, dass du sie verlierst. Also ich bin jetzt nicht neidisch, aber ich gönn's dir halt nicht. Ja, machen wir mal Psychokinese. Ist die treffsicherste Attacke, zwar die schwächste auch, aber... Wow, das war ein Volltreffer, definitiv. Okay, Knuddeluff also auch überhaupt kein Problem zu besiegen hier an dieser Stelle. Das Ding ist schon entschieden, denn da haben wir jetzt Psychokinese Nummer 2 hinterher und dann war's das mit Knuddeluff. Bye bye und danke für 4000 Erfahrungspunkte. Die nehme ich gerne mit. Die gefallen mir nämlich ganz gut. Und Girafarig als nächstes Pokémon. Okay. Kann, glaube ich, nichts sehr Effektives gegen uns. Von daher Gigasauger, go! Zeig mal, was du drauf hast, mein Freund. Über die Hälfte? Wird knapp, ne? Nicht ganz. Nicht ganz. Aber ich glaube, Orkan dürfte etwas stärker sein als Gigasauger. Glaube ja. Von daher gehe ich mal auf Orkan. Und hoffe, dass das reichen wird. Gegen Girafarig. Wäre ganz nett. Reicht es? Reicht es? Reicht es? Es reicht nicht. Verdammt nochmal! Mann! Noch eine Psychokinese. Die tut echt weh. Ich hätte doch lieber auf Gigasauger gehen sollen. Dann hätten wir wenigstens noch ein paar mehr KP als... als jetzt. Naja, holen wir uns eben noch die 5 oder so. Ich sag 5 KP kriegen wir noch. Okay, es waren 7. Verdammt. Schade. Knapp daneben ist auch vorbei. Leider Gottes. Leider Gottes. Naja. Überreste bringen uns zurück ins Spiel und Giflor. Giflor kann uns mit einer Matschbombe ziemlich zusetzen. Oh, Orkan oder Psychokinese. Beides sehr effektiv. Orkan ist ungenauer, aber ich glaube nicht, dass eine Psychokinese reichen wird. Ich gehe auf den Orkan und es lohnt sich, weil wir treffen. Reicht es auch aus? That's a question. Oh Gott, gerade mal die Hälfte. Aber gut, es kommt nur Blättertanz. Das sollten wir überleben. Nö, sollten wir nicht überleben. Okay. Ich hätte jetzt aber eher mit einer Matschbombe gerechnet. Das wäre weniger geilo. Der Nator. Der Nator ist immer noch nicht Level 60. Ups. Ich dachte, du wärst schon Level 60 längst. Naja. Du kannst in den nächsten Kämpfen auf jeden Fall noch ein bisschen versuchen zu kämpfen. Und dich zu steigern. Ja, ja. Okay. Flammenwurf trifft. Flammenwurf reicht. Und da ist Level 60. Auch für unser Starter-Pokémon. Yay. Und Ivanka haben wir besiegt. Ich habe verloren, aber ich fühlte mich während des Kampfes verbunden mit dir. Ups, da ist mir wohl meine Hose runtergerutscht und wir sind ineinander gerutscht. Ganz schön viele Rutscherei, was? Ich blödel doch nur rum, Mann. Gibst du einem Pokémon diese Beere, fühlt es sich sicher auch mit dir verbunden. Ich möchte mich, glaube ich, nicht mit meinem Pokémon verbunden fühlen. Da gibt es viel zu viele schlimme Bilder von, Mann. Oh, war das eine Abkürzung? Route 1. Ich glaube, das war eine Abkürzung, oder? Dann sollten wir vielleicht erstmal hier hingehen und uns umgucken. Ich bin so lange in der Weltgeschichte umhergeirrt, dass ich inzwischen meine Heimat schätzen gelernt habe. Und das, nachdem ich damals so heiß darauf war, endlich von da wegzukommen. Okay. Meine Pokémon sind immer so wild darauf zu kämpfen, dass mir langsam etwas die Puste ausgegangen ist. Deshalb lege ich hier auch erstmal eine kurze Pause ein. In Ordnung. Ah, Route 17. Okay, es war doch keine Abkürzung. Mann! Verdammt, Route 17 werden wir uns nicht mehr angucken, Leute. Dafür fehlt mir die Lust, fehlt mir die Zeit. Ich denke,
Das reicht dann hier. Ja, unsere Pokémon sehen schon relativ ausgemagert aus. Ausgemagert? Das ist, glaube ich, kein richtiges Wort, aber passt schon. Eine schöne Schuppe haben wir gefunden. Die sollte ich auch mal tragen. Okay, komm. Letztes Kämpfchen hier auf der Route hoffentlich. Ich weiß, da hinten geht's noch weiter, aber mal schauen. Eigentlich laufe ich immer mit vollem Karacho durch die Landschaft. Dass ich das jetzt gerade nicht tue, ist eine große Ausnahme. Okay. Alles klar. Drei Pokémon nochmal. Ich tippe auch auf ein Blubella, oder? Mundtier. Okay, vielleicht doch kein Blubella, weil Mundtier scheint kein Gegenstück zu dem zu sein, gegen das wir eben gekämpft haben. Mundtier. Ja, ich gehe mal auf Nitro-Ladung, um uns schon mal schnell zu machen für die nächsten Pokémon. Zermürben. Okay, macht passablen Schaden. Aber es ist nur ein Mundtier. Nitro-Ladung, okay, macht jetzt auch nur passablen Schaden. Ich hoffe, dass wir jetzt schneller sind schon. Na gut, es geht auf Power-Punch, das ist in Ordnung. Da habe ich kein Problem mit. Flammenwurf reicht doch hoffentlich, oder? Ja, okay. Sah ganz kurz so aus, als wäre da noch ein Fitzelchen an KP übrig geblieben, aber nope. Und Darmierplex. Bedroher. Bedroher ist gemein. Aber gut, dann greife ich halt mit Flammenwurf an. Ich weiß nicht, ob es uns one-hitten kann. Es kann uns auf jeden Fall sehr gefährlich werden. Können wir auch Darmierplex gefährlich werden? Ja, schon. Sprungkick, okay. Kriegen wir ausgehalten. Und Flammenwurf Number 2 hinterher. Dann besiegen wir auch Darmhirplex hier. Ich wollte gerade sagen, reicht das vielleicht schon für ein neues Levelchen? Aber ne, ganz so schnell geht es dann doch nicht. Und Satzenia. Okay, Satzenia ist ein gutes Pokémon. Weil wir Satzenia eventuell one-hitten können mit einem Flammenwurf. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Satzenia hat keine gute Verteidigungswerte, glaube ich. Und es geht down. Sehr schön. Sehr gut gemacht, Denator. Da hast du dir Level 61, aber redlich verdient. Hast du schick gemacht. War ja nicht gerade ein Start-Zielsieg, den ich da eben hingelegt habe. Genau genommen habe ich gar keinen Sieg hingelegt. Nicht nur genau genommen, ne, sondern auch ungenau genommen. Ich nutze meine kurze Laufpause einfach mal, um dir das hier zu schenken. Eine Prunusbeere, dankeschön. Ich freue mich darüber immer sehr. Laufen, laufen, immer laufen. Ob durch die Stadt oder hinauf auf die Berge. Beim Laufen nimmt man seine Umgebung mit dem ganzen Körper wahr. Ja, so ist das, ne? So ist das. Laufen ist schon eine tolle Sache. Okay. Dann haben wir uns hier jetzt weiter umgeguckt. Hier geht's zur Route 17. Okay. Und gleichzeitig haben wir hier die Schönschuppe und so gefunden, ne? Na gut, hoffen wir mal, dass jetzt hier nicht noch großartig Trainer kommen, weil langsam, glaube ich, haben wir genug Training. Oh ja, das sieht gut aus. Route 1 steht auch hier nochmal. Und damit erreichen wir Avenizia. Die Stadt, in der alles begann. Zu meinem Geburtstag wünsche ich mir von Professor Ash ein Pokémon. Natürlich mit Pokétex, versteht sich. Werde ich vielleicht die nächste Pokémon-Professorin oder sogar der zukünftige Champ? Tja, da steht alles noch in den Sternen, aber ich habe es in der Hand, meine Träume selbst zu verwirklichen. Ja, so würde auf jeden Fall ein dreijähriges Kind sprechen. Glaubst du, so eine Reise mit Pokémon als Begleiter kann einen Menschen verändern? Klar. Du hast recht. Auf einer Reise denkt man eben viel nach und entwickelt sich weiter. Right, right. Ich würde auch gerne mal reisen. Pokémon Labor von Professor Esche. Na gut. Die haben wir ja auch noch nie besucht, ne? Die beiden. Die glückliche Familie hier. Oh, wen sehe ich denn da? Danke, dass du extra den weiten Weg auf dich genommen hast. Dass Aventura City aber auch so weit von Avenizia entfernt liegen muss. Du hast bestimmt die Himmelsfallbrücke überquert und bist vielen verschiedenen Pokémon begegnet, habe ich recht? Schutz sei Dank nicht. Na dann, soll ich mir mal ansehen, wie es um dein Pokédex so bestellt ist? Nee. Oh, der Pokédex enthält all die Erinnerungen an deine lange, weite Reise. Er ist ein kostbares Andenken und du solltest ihn hüten wie deinen Augapfel. Gelingt es dir allen, im Einall-Pokédex enthaltenen Pokémon zu begegnen, bekommst du eine Belohnung von mir. In diesem Sinne, durch... Entschuldigung. In diesem Sinne, durchkämme die gesamte Einall-Region nach Pokémon. Viel Erfolg. Danke. Hey Flo, triffst du auch regelmäßig neue Pokémon? Die andere Region und natürlich auch der Rest der Welt beheimatet eine ungeheure Vielfalt an unterschiedlichen Pokémon. Um mehr über sie zu erfahren, habe ich die Habitatsliste erfunden. Das ist sicher auch der Grund, weshalb du hier bist, nicht wahr? Du bist also hier, um mir zu zeigen, wie es um dein Pokédex bestellt ist. Nope. Ach so, na, wenn ich mir mal dein Pokédex ansehen soll, dann, naja, ne? Ah ja, richtig. Ich hatte völlig vergessen, dir das hier zu überreichen, als wir uns in Aventura City begegnet sind. Hier, das ist eine super Angel. Ach schön, dass wir die auch mal bekommen. Danke. Ah.
Ach, diese Superangel wird dir dabei helfen, in Gewässern nach Pokémon zu fischen. Warte, ich lese dir kurz. Ich glaube, die Bedienungsanleitung müssen wir jetzt nicht mehr lesen zu diesem Zeitpunkt. Aber vielen Dank, Professor Esche, dass Sie da auch mal dran gedacht haben, mir die eventuell mal auszuhändigen. Ja, mit dir haben wir doch gerade gesprochen. Was ist denn los mit meinem Gedächtnis, Alter? So, komm, wir gehen jetzt... Nee, jetzt brauchen wir keinen Schutz mehr. Wir brauchen hier keinen Schutz mehr. Wir brauchen nie wieder Schutz. Oh. Oh, willkommen zurück. Na, hast du den Freund finden können, nachdem du gesucht hast? Sein Name war N, nicht wahr? Wie peinlich. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Jetzt verwechsle ich schon Besucher mit meinem Kind. Und du bist Flo, hm? Ja, wusste ich's doch. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich kenne deine Mutter noch aus meiner Zeit als Trainer. Sie hat damals im Pokémon-Center als Empfangsdame gearbeitet. Aber sag, wie geht es eigentlich deinem Pokémon-Team? Wie wäre es mit einer kleinen Verschnaufpause? Kann es sein, dass ihr Sohn seit 2-3 Jahren nicht mehr heimgekehrt ist? Holy Macaroni, wenn dem so sein sollte. Kingstein, okay. Ist das eine Anspielung von wegen so König, König der Pokémon-Trainer? Vielleicht. Habe ich mir jetzt einfach mal geklaut von, ich weiß gar nicht, wie der Hauptcharakter hieß. Wahrscheinlich einfach Black, oder? Ich glaube, Black hieß der einfach. Okay. Hier haben wir auch noch ein Häuschen. Guten Tag, Bell müsste ja hier wohnen, oder? Oh, du hast also auch einen Pokédex von Professor Esche erhalten. Meine Tochter wird bei jeder sich bietenden Gelegenheit einen Blick in ihren Pokédex. Sie erzählt mir stets, wie viele Pokémon und vor allem Erinnerungen in diesem Gerät stecken. Oh, du bist also auch mit deinem Pokémon-Team auf Achse, wie? Der war ja der Typ damals, der Bell nicht gehen lassen wollte, oder? Da kannst du aber stolz auf dich sein. Aber deine Eltern haben noch mehr Grund, sich auf die Schulter zu klopfen. Es ist nämlich nicht leicht, sein Kind einfach so ziehen zu lassen, obwohl man sich große Sorgen um es macht. Ich bin mir absolut sicher, dass sie sich viele Gedanken um dich machen. Daher solltest du immer versuchen, sie über deine Reiseerlebnisse auf dem Laufenden zu halten. Na klar. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie meine Mutter aussieht. Aber passt schon. Oh, süßes Bad Bell. Leg ich mich direkt mal dazu, ne? So, und wohnt hier im rechten Haus dann Sharon? Bin mir nicht ganz sicher. Die moderne Technik ist schon was Tolles. Man denke nur mal an die verschiedenen Möglichkeiten der Infrarotverbindung. Das ist schon krass, ne? Ist das hier Familie Sharon? Ja, tatsächlich. Sag bloß, dass da ist der Arena-Orden von Aventura City. Demnach bist du also der erste Trainer, der meinen Sohn herausgefordert hat, seitdem er Arenaleiter geworden ist. Vielen Dank, denn was wäre ein Arenaleiter schon ohne eine Herausforderung? Auch nichts weiter als ein gewöhnlicher Trainer, stimmt's? Mit anderen Worten, du hast Sharon erst zu einem waschechten Arenaleiter gemacht. Hier, nimm dies als kleines Dankeschön von mir. Bärensaft. Okay, danke für den Saft. Auf Reisen kann man so viel lernen. Denk nur an die vielen verschiedenen Dinge, denen du schon begegnet bist, die dir zuvor völlig unbekannt waren. Diese kleinen Entdeckungen sind der Beweis, dass du dich selbst auch verändert hast. Du heißt Flo, ja? Oh, und du hast ja auch einen Pokédex. Tja, das gehört wohl heutzutage zum Erwachsenwerden dazu, habe ich recht? Definitiv. Haben wir hier den Vize-Kingstein? Nee, leider nicht. Okay, dann sind wir hier in Aventura City auch fertig. Und damit haben wir so das, was ich absolvieren wollte, auf jeden Fall absolviert. Und damit stehen noch drei große Kämpfe an. Und ich denke, einen von denen werden wir schon einmal jetzt angehen. Wir fliegen also mit unserem ziemlich geschundenen Team noch einmal nach Nevaio City. Und werden zum fünften Mal das Finstrio herausfordern. Und hoffentlich werden wir gewinnen können. Ich weiß, der Part geht schon sehr lang. Aber wie gesagt, ist das der vorletzte Part. Und ich wollte jetzt nicht 70 Kämpfe im letzten Part machen. Von daher, Pokémon einmal heilen bitte. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Finstrio besiegen können. Das wäre sehr, sehr schön. Ne? Ihr wisst schon. Ich habe leider wieder komplett vergessen, was sie für Pokémon hatten. Ich weiß auf jeden Fall, dass Cesurio eine große Rolle spielt und Absol. Ich würde jetzt grundlegend sehr, sehr gerne den NATO eine Kampfattacke beibringen. Aber ich glaube, wir haben einfach keine, oder? Haben wir irgendeine Kampfattacke? Es wäre super schön. Aber es sieht nicht danach aus. Noch sind wir nicht durch. Nicht eine einzige Kampfattacke, ne? Ich meine, Zertrümmer. Ja, nee, Zertrümmerer macht dann auch wenig Sinn, denke ich mal. Schade, ey. Super, super schade. Aber gut, was willst du machen? Okay. Mit wem starten wir? Starten wir mit Denator tatsächlich?
Könnte man machen. So mit Nitro-Ladung und so. Wir müssen halt dran denken, dass wir möglichst wenig Pokémon verlieren. Spezialangriff ist nicht so hoch, leider. Okay. In Ordnung. Ja. Man könnte auch Mamutell nehmen. Ja, Lucy mit Watteschild ist auch keine schlechte Wahl. Aber ich versuche es jetzt einfach mal mit diesem Pokémon. Mit unserem Starter. Versuchen wir, das Finstrio zu besiegen. Kämpfe gegen uns, auf jeden Fall. Ich werde dich zu Staub zermalmen. Nur so kann es mir gelingen, unseren Meister zu rächen und ihm den Lebensmut zurückzugeben. Okay, dieses Mal werde ich euch todernst nehmen. Und wir werden jeden einzelnen Wechsel in Betracht ziehen. Auf geht's. Cesurio kommt. Wahrscheinlich kann Cesurio Psycho klingen und ich habe es einfach wieder vergessen, ne? Kann sehr gut sein. Okay. Aber was? Es regnet auch noch. Das ist super ekelhaft. Weil Nitro-Ladung geschwächt wird. Nachthieb kommt, ist nicht sehr effektiv. Wie viel Schaden macht das? Nicht allzu viel. Okay. Nitro-Ladung von unserer Seite. Nummer 1, das wird nicht reichen. Gerade wegen dem Regen nicht. Zieht es nicht mal die Hälfte ab. Aber das ist okay. Ich werde noch eine zweite Nitro-Ladung hinterherhauen. Das ist halt echt ätzend mit dem Regen. Gerade gegen Absol wird das eklig. Aber dann greifen wir vielleicht lieber auf Kopfstoß oder sowas zurück. Auf einem Fußtritt. Okay, das wird mehr Schaden machen vielleicht schon. Ja, geht aber. Geht auf jeden Fall klar. Initiative sinkt wieder. Das ist gemein. Ja, dann kriegst du eine zweite Nitro-Ladung hinterher. Vielleicht hätten wir uns erst heilen sollen. Keine Ahnung. Okay, Cesurio ist weg. Initiative ist auf plus 2. Das heißt, wir überholen, denke ich, alles. Und jetzt kommt Absol. Absol hat eine Psychoklinge. Hätten wir Absol mit einem Kopfstoß besiegen können. Unser Angriff ist gut. Und Kopfstoß hat eine Stärke von 150. Ja, ich glaube, das reicht gegen ein Absol. Aber wir müssen auch treffen. Ansonsten eine Psychoklinge. Halten so viele Pokémon auch nicht so gut aus. Lucy wäre eine Option. Aber ich glaube, Kopfstoß wird reichen. Von daher, ready, go. Kopfstoß kommt, Kopfstoß trifft. Reicht Kopfstoß. Es reicht nicht. Okay. Damit ist unser Starter raus. Boah, es hat nicht mal annähernd gereicht. Shit. Ich dachte, dass wir einen sehr, sehr guten Angriff haben, aber hält sich in Grenzen. Boah. Konnte Absol Eisstrahl. Also es kann es potenziell besitzen. Wer ist unser schnellstes Pokémon gerade? 183. 192. Okay, dann nehmen wir Kyrex. Okay, wir dürfen nicht noch ein weiteres Pokémon verlieren. Wir dürfen ja, wie gesagt, nicht wiederbeleben. So, Kehrschelle kommt, Kehrschelle trifft. Absol ist damit auch down. Nur wird jetzt, kommt jetzt nochmal Cesurio? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Yep. Dagegen werden wir nicht viele Möglichkeiten haben, beziehungsweise gar keine. Wir können Charm einsetzen, um den Angriff zu senken. Das mache ich, denke ich, mal einmal. Das ist, glaube ich, kein Fehler. Okay. Boah, und es kommt Schwertanz. Wie ätzend. Gleicht es komplett wieder aus. Ja, dann nochmal Charm. Bis es irgendwann nicht Schwertanz einsetzt. Es geht wieder auf Schwertanz. Ja, ich glaube, das könnte eine Dauerschleife hier sein, oder? Wenn wir wechseln, haben wir halt ein gepushtes Cesurio vor uns. Das wäre echt nicht geil. Hörst du bitte mal irgendwann auf, Schwertanz einzusetzen? Das wäre ziemlich nice. Ne. Es macht immer weiter. Munter weiter. Smozzle könnten wir es one-hitten, aber sind wir mit Smozzle schneller? 110 Initiative. Wir könnten schneller sein. Aber ich glaube, ich gehe auf die sichere Variante und das ist Lucy. Oder sicherere Variante. Und jetzt kommt tatsächlich der Nachthieb. Als ob, Mann. Als ob. Boah, es macht gut Schaden. Aber der Beulenhelm. Stimmt. Der Beulenhelm ist unser größtes Plus jetzt hier. Watteschild erstmal von uns. Damit überleben wir alles ganz gut. Bis auf einen Volltreffer-Nachthieb. Der wird uns töten. Und der ist nicht allzu unwahrscheinlich. Von daher.
er kommt halt direkt, ne? Unser Volltrefferglück bleibt uns hold. Auch jetzt hier in diesen finalen Kämpfen. Also, Lucy war schneller, dann wird Smorzel hoffentlich auch schneller sein. Das waren 5 Punkte Unterschied. Wenn Cesurio genau zwischen diesen 5 Punkten liegt, haben wir natürlich die Arschkarte gezogen, aber was soll's. Wir sind schneller, Erdbeben kommt und es ist down. Oh, ist das ätzend. Schon wieder beim ersten Trainer 2 Pokémon verloren. Und wir haben natürlich nicht drauf geachtet, wen wir an Stelle 2 und so setzen, ne? Wir lernen auch überhaupt nicht dazu. Ja, gegen den ersten Trainer schon wieder 2 Pokémon verloren. Das Finstrio ist echt hart, Mann. Gerade für uns. Hätten wir eine Kampfattacke, wäre das Ganze ohne Probleme verlaufen. Hätten wir, keinen Regen, wäre es vielleicht auch schon besser verlaufen. Aber so... Ach ja, jetzt kommt ja der 3... Ach ja, oh yeah. Oh yay, Keksi, Smozzle und Dings und der Regen, okay. War Hydreigil nicht super gefährlich oder so? Ich glaube ja, ne? Wir hauen erstmal Hydreigil raus, alles gemeinsam. Okay, und Felshoch noch auf Hydreigil, dann sollte das auf jeden Fall down gehen. Es kommt mit dem fucking Fokusstoß. Stimmt. Stimmt, es hatte gegen alle unsere Pokémon was in der Hand, ne? Ja, dann bye-bye, Kirex. Ja, keine Ahnung. Was sollen wir da machen, großartig? Ich weiß es nicht. So, Orkan und Stärke reichen hoffentlich, um es zu besiegen. Sonst verlieren wir das nächste Pokémon. Ja. Schwertanz kommt jetzt hier. Wir müssen mit 3 Pokémon hier gewinnen. Boah, Fußtritt, sehr effektiv. Reicht aber nicht aus. Senkt zwar unsere Initiative, aber reicht nicht aus. Und Stärke kommt. Okay. In Ordnung. Wir haben zumindest ein Pokémon ebenfalls down. Und jetzt können wir Schlingel einsetzen. Okay. So, ich denke, Keksi wird uns hier am wenigsten bringen. Von daher werde ich mit Keksi... den Hypertrank einsetzen und Smozzle heilen. Ich werde mit Smozzle auf Erdbeben gehen. Das könnte Schlingel sehr wehtun. Und mit Schlingel gehe ich, glaube ich, mit Kaskade rauf. Ja, komm. Oh yay, Mann, oh yay. Dadurch, dass unsere Initiative so low ist, dürfen auch beide Cesurios noch vorher angreifen. Das wird super gefährlich werden. Und eine Kaskade zieht knapp über die Hälfte ab. Es kommt der Eisenschädel, der ist sehr effektiv. Überleben wir den. Das war's dann schon wieder mit diesem Duo, mit diesem Trio. Das schaffen wir nicht. Kreuzschere, als ob auch noch. Es ist unmöglich, die zu besiegen, Leute. Es ist unmöglich. Es geht einfach nicht. Die sind so heftig drauf. Wir haben einfach mit unserem Pokémon keine Chance. So, ich hoffe mal, dass deine Attacke jetzt noch ins Leere geht. Wahrscheinlich kommt dann nochmal ein Schwertanz oder so. Ja, klar. Alter. Das sind echt harte Gegner. Dadurch, dass man das alles am Stück machen muss und wir ohne Beleber und so vorgehen. Das ist heftig. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen sollte. Keine Ahnung. Wir sehen ja, mit Altaria pushen bringt halt auch nichts, weil dann Nachthieb Volltreffer kommt. I don't know. Ja, Kaskade muss jetzt schon Volltreffer werden, damit wir überhaupt den zweiten Kampf bestehen. Da waren ja unsere ersten Versuche. Das wird ein Volltreffer scheinbar. Es wird kein Volltreffer. Es reicht einfach aus. Okay. Ja, wow, also 2 Kämpfe kriegen wir am Stück und du kämpfst gar nicht erst gegen mich, ne? Stimmt, stimmt. Das heißt, es war ja schon von Anfang an entschieden, als wir das dritte Pokémon verloren haben. Alter Schwede, Mann. Das ist ätzend. Das ist super ätzend. Wir haben nicht den Hauch einer Chance. Aber gut, das soll es für diesen Part gewesen sein. Manchmal muss man sich vielleicht auch geschlagen geben oder so. Also ich glaube, irgendwann würden wir sie besiegen können, aber wir sind ja vom Level jetzt, klar, noch unterlegen, glaube ich, ein bisschen, aber nicht mehr so sehr unterlegen. Von daher, keine Ahnung. Ich weiß nicht, womit wir es hätten reißen sollen. I don't know.
I don't know. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dort wird es dann noch einmal gegen Bautz Junior gehen und gegen Cynthia. Und ich glaube, da holen wir uns die nächsten Niederlagen ab. Mal sehen, mal sehen. Bis dahin und tschüss.